Ja, hallo und guten Tag zur dritten feministischen Presserunde, in der wir miteinander sprechen und auch ein bisschen diskutieren wollen. Wir haben Themen ausgesucht, wie schon bei den ersten beiden Malen, die uns zu wenig oder auch vielleicht zu einseitig besprochen werden. Kritisch und kontrovers wollen wir diskutieren, wir wollen Zwischenräume aufzeigen und wir tun dies auch in einer feministisch anerkennenden Haltung, wenn ich das so formulieren kann. Und dabei sprechen wir aus unterschiedlichen Positionen. Mal sind wir Expertinnen, mal mehr BeobachterInnen und was unser Ziel ist, offen und transparent zu machen, wie wir zu unseren Gedanken kommen, weil wir glauben, dass es keine einfachen Antworten gibt. Deswegen heißt diese Sendung ja auch, wir können auch anders. Und natürlich möchte ich uns auch noch mal vorstellen, uns vier in der Runde, Theresa Bücker, Ulrike Herrmann, Mito Samyal und ich, Hadija Haruna-Elker. Und Theresa Bücker ist Journalistin, Autorin und Digitalstrategin. Heute arbeitet sie freiberuflich, schreibt unter anderem eine Kolumne in der SZ, Freie Radikale, und moderiert das Buch Jetzt mal konkret für RBB 24. Außerdem erscheint im Herbst ihr neues Buch, ihr erstes Buch. Und jetzt, Theresa, Stichwort, jetzt musst du einmal diesen Titel in die Runde sagen, bitte. Es wird alle Zeit heißen. Und das ist so schön, weil es passt so perfekt auch in unsere Runde. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ansonsten in der Runde ist auch Ulrike Herrmann, Wirtschaftskorrespondentin der TAZ. Sie hat auch mehrere erfolgreiche Bücher geschrieben. Darunter Hurra, wir dürfen zahlen und kein Kapitalismus ist auch keine Lösung. Außerdem Mito Samyal. Ist Kulturwissenschaftlerin, Schriftstellerin und Journalistin, arbeitet viel beim WDR. Sie hat die Bücher Vergewaltigung, Aspekte eines Verbrechens und den Roman Identity geschrieben. Und auch ich bin Journalistin, arbeite hauptsächlich beim Hessischen Rundfunk, schreibe eine Kolumne bei der FR und mein Buch ist gerade erschienen, heißt Die Schönheit der Differenz. Und das Ganze, was wir hier tun, wird getragen von einem gemeinsamen Projekt verschiedener Initiativen, Stiftungen, der Heinrich-Böll-Stiftung Hessen und Baden-Württemberg, dem Bildungswerk Berlin, der Petra-Kelly-Stiftung aus Bayern, der Stiftung Leben und Umwelt aus Niedersachsen und Weiterdenken und der Landesstiftung aus Sachsen. Dies ist also die dritte Runde, zu der kommen wir jetzt auch. Sie wurde am 25. April voraufgezeichnet. Sprich, es kann passieren, dass, wenn ihr sie jetzt seht, schon ein paar andere Dinge passiert sind. Diese Erfahrung haben wir nämlich bei der ersten Folge gemacht. Und natürlich kann man auch immer sagen, wir hätten über so viele Dinge sprechen können. Wir hätten in dieser Folge sicherlich sprechen können über die Sexismusvorwürfe bei der Linkspartei, über den dritten Teil des IPCC-Berichts, der gerade veröffentlicht wurde und noch einmal und wieder einmal zeigt, wie weit wir davon entfernt sind, das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Über die irrsinnig wahnsinnige Debatte über das Tempolimit hätten wir sprechen können. Wir hätten natürlich auch über die Frankreich-Wahl und den Sieg Macrons sprechen können und wie wir das deuten. Über die Folgen des Lockdowns in Shanghai oder das Scheitern der Impfpflicht und was das für uns im Herbst bedeuten könnte. Und natürlich hätten wir auch noch einmal über Anne Spiegel sprechen können und ihren Rücktritt und über vieles mehr. Aber wir haben uns entschieden, auch diese Folge der Ukraine zu widmen, vielmehr Folgen und Seitenaspekten, die wir konkret übertitelt haben mit sexuelle Gewalt als Kriegswaffe, gespiegelt an den Abtreibungspolitiken der EU und ökonomische und feministische Perspektiven auf das, was ein Wiederaufbau in der Ukraine bedeuten könnte. Kleiner Disclaimer noch, der Begriff Abtreibung wird unterschiedlich in Deutschland genutzt, in manchen Orten abwertend. Es gab da eine Diskussion zwischen den Begriffen illegale Abtreibung und legale Unterbrechung. Er wird inzwischen synonym verwendet, um eben die negative Konnotation abzuwehren. Und das tun wir hier auch. Und außerdem will ich deutlich machen, dass, wenn wir über schwangere Menschen reden, wir alle Menschen mit Uterus meinen, also sowohl Cis-Personen als auch non-binäre Intersex- und Trans-Personen. Und jetzt habe ich wirklich viel geredet und wir kommen zu Theresa. Denn Theresa hat das Thema Abtreibung mit in diesen Raum getragen. Und Ausgangspunkt für dich war, wenn ich mich richtig erinnere, unter anderem die Berichte von ukrainischen schwangeren Personen, die in Polen Zuflucht finden, gerade jetzt, aber Schwangerschaft nicht abbrechen können, weil dort eine restriktive Politik herrscht. Und vielleicht kannst du uns kurz schildern, deine Gedanken dazu, warum du dieses Thema, dieses sehr wichtige Thema mitgebracht hast.
Ja, danke für die Frage und danke auch für die Vorrede und Einführung mit Nennung all der anderen Themen, über die wir hätten reden können, weil wir werden an diesem Thema auch sehen, wie die eigentlich ineinander fließen und was vielleicht auch Frankreich mit der Frage von Abtreibung zu tun hat. Und ich habe das Thema mit eingebracht und gedanklich würde ich es sogar noch weiter fassen in Sachen sexuelle Selbstbestimmung, das werden wir hier gleich auch noch ausbuchstabieren, aber ich habe vor 2 oder 3 Wochen die ersten Berichte darüber gelesen, dass geflüchtete Schwangere aus der Ukraine jetzt in Polen in der Situation sind, keinen Zugang zu einem Schwangerschaftsabbruch zu bekommen. Und das kann entweder sein, dass die Schwangeren ohnehin diese Schwangerschaft abbrechen wollen und in der Ukraine unbeabsichtigt schwanger geworden sind. Das muss nicht unbedingt Resultat einer Vergewaltigung sein. Das kommt jetzt aber als neuer Faktor im Zuge des Krieges hinzu. Wir haben sehr viele Berichte mittlerweile über Vergewaltigungen im Kontext des Krieges und leider entstehen eben, weil diese Vergewaltigungen ja so gravierend sind und sich teilweise über Tage fortsetzen, über die die Frauen missbraucht werden, dass sie eben auch in Schwangerschaften resultieren. Es gibt ja auch den Mythos, den man heute immer wieder hört, dass Frauen bei Vergewaltigungen nicht schwanger werden, dass der Körper sich gegen eine Schwangerschaft sträubt. Das ist natürlich nicht so. Leider entsteht bei sexualisierter Gewalt können Menschen auch schwanger werden. Und jetzt kommen diese Frauen eben in andere Länder, in denen sie Zuflucht finden. Sehr, sehr viele Menschen aus der Ukraine finden Zuflucht in Polen. Und Polen hat mittlerweile eines der restriktivsten Abtreibungsgesetze in ganz Europa. Das wurde im vergangenen Jahr noch einmal verschärft. Und natürlich ist es in einer Fluchtsituation ohnehin noch einmal schwieriger, sich einmal über eine Schwangerschaft bewusst zu werden, bin ich schwanger, sich dann darüber klar zu werden, möchte ich diese Schwangerschaft austragen oder nicht und sich dann in einem neuen Land, wo ich vielleicht auch Sprachschwierigkeiten habe, die Anlaufstellen nicht kenne, Informationen darüber zu erlangen, wie kann ich diese Schwangerschaft abbrechen. Und das ist in Polen leider sehr, sehr schwierig mittlerweile, auch für polnische Frauen, polnische Schwangere. Und darüber gab es eben erste Berichte, natürlich nicht sehr oben auf dem Radar, weil das ist natürlich auch ein Randaspekt bei der Flucht, aber da das vielleicht noch mal einmal eine Erinnerung daran, wie unterschiedlich die Rechtslage in Europa ist. Und für mich war das ganz besonders ein Thema, weil wir ja in den letzten Wochen sehr oft über europäische Werte sprechen, ohne mal in die Tiefe zu gehen, was heißt das eigentlich? Und als Feministin denke ich bei europäischen Werten oder bei Freiheitsrechten immer an sexuelle und reproduktive Selbstbestimmung. Und das ist in Europa eben sehr stark unterschiedlich geregelt. Wie kann ich Schwangerschaften abbrechen oder wie ist Reproduktionsmedizin geregelt? Wie gut ist die Versorgung von Schwangeren? Wie gut ist die Geburtshilfe? Also da haben wir in Europa wirklich massive Unterschiede. Aber für Frauen und für Menschen, die schwanger werden, ist das eine ganz, ganz zentrale Frage, wie diese Dinge geregelt sind. Deswegen finde ich, das ist bei einer Wertefrage, bei einer Freiheitsfrage aus einer feministischen Perspektive einfach ein ganz zentraler Aspekt. Und wenn wir über humanitäre Hilfe sprechen und die Menschen, die gerade aus der Ukraine flüchten, sind überwiegend Frauen, dann ist die sexuelle Selbstbestimmung und die medizinische Versorgung in dem Bereich ein ganz zentraler Punkt der humanitären Hilfe. Und da muss Europa einfach nochmal gucken, wie ist eigentlich die Rechtslage in den aufnehmenden Ländern, ganz besonders in Polen, und wie kann jetzt gewährleistet werden, weil gerade für vergewaltigte Frauen ist es eben sehr, sehr wichtig, dass sie dann beraten werden, entscheiden können, wie soll es weitergehen, auch vielleicht auch sexuell übertragbare Krankheiten untersucht werden, das kommt ja auch nochmal hinzu, medizinisch versorgt werden, wenn es Verletzungen gab durch die sexualisierte Gewalt.
Und da muss einfach sichergestellt werden, dass die Versorgung gut ist. Das ist sie in Polen nicht. Und wir hatten ja auch schon vor Ausbruch des Krieges die Situation, dass polnische Schwangere in andere Länder gehen, um abzubrechen, unter anderem nach Deutschland. Also Berlin ist eine der Städte oder eben auch Brandenburg, in die polnische Schwangere reisen, um da ihre Schwangerschaft abbrechen zu können. Und da eben auch Hilfsorganisationen, Aktivistinnen, die finanziellen, also zum einen die Reisen organisieren, die Geld kosten. Und Schwangerschaftsabbrüche sind gerade für ausländische Schwangere natürlich auch nicht kostenlos. Das heißt, das Geld für den Schwangerschaftsabbruch muss aufgebracht werden. Und das, das ist kein einheitlicher Satz in Deutschland. Ich würde es beziffern zwischen 500 und 1000 Euro, das variiert eben sehr stark, auch je nach Methode, je nach Praxis. Und das muss alles organisiert werden und das läuft eben größtenteils über Organisationen und Freiwillige, die das ermöglichen und aber eben nicht staatlich koordiniert, nicht öffentlich koordiniert. Und da würde ich mir, ja, da würde ich mir einen Blick drauf wünschen, dass es eben stärker mit auch gesehen wird und Europa sich vielleicht auch die Frage stellt, wie gehen wir eigentlich damit um und ist Schwangerschaftsabbruch, ist reproduktive und sexuelle Selbstbestimmung etwas, das zu den europäischen Werten zählen sollte und das Europa vielleicht auch ein bisschen mitsteuern könnte. Ich würde, bevor wir auf diesen Komplex Vergewaltigung als Kriegswaffe gucken, was ja unser direkter Bezug ist, den du auch hergestellt hast, noch ein bisschen diesen Status quo nochmal rückfragen wollen. Also Stichwort hast du jetzt angesprochen, die unterschiedliche Rechtslage in der EU. Ich habe vorher ein bisschen geguckt, weil ich, um das mal zu reinzuwerfen, also in Irland, Portugal, Italien sind ähnliche Maßnahmen wie hier bis zur 12. Schwangerschaftswoche. Legaler Abbruch möglich. Dann gibt es noch so Geschichten mit diesen Beratungen, also inwiefern die stattfinden. Aber du hattest Polen genannt, Nordirland, Andorra und Malta sind sozusagen die Länder Europas, in denen ein legaler Schwangerschaftsabbruch unter keinen Umständen möglich ist. Und was zu Polen ja war, war ja sozusagen noch diese Komponente vor dieser Gesetzesänderung, dass es nach Abtreibung, nach Vergewaltigung gesundheitlichen Risiken für die Mutter und schweren Fehlbildungen des Fötus sozusagen möglich war. Also das ist ja auch nochmal so ein Aspekt, der mitschwingt. Was meine Frage ist, ist vorab diese EU und der Hintergrund für restriktive Schwangerschaftsabbruchspraktiken hat ja auch viel mit reaktionären Netzwerken, mit rechten politischen Positionierungen. Vielleicht könntest du noch etwas dazu sagen. Wie ist dazu die Lage? Also, weil hier ist auch eine Verbindung beispielsweise zur europäischen Rechten, zu verschiedenen Netzwerken europaweit, aber auch nach Russland. Vielleicht könntest du zu dieser Bestrebung aus einer Genderperspektive noch etwas sagen. Darf ich ganz kurz was ergänzen? Na klar, weil sehr gerne. Das ist mir immer so ein Anliegen, denn es ist ja nicht legal. Also Schwangerschaftsabbruch ist in Deutschland immer noch eine Straftat und das vergessen wir immer so gerne. Gleichzeitig war Deutschland, und damit meine ich Ostdeutschland, also irgendwie die DDR, das erste Land, das gesagt hat, es muss ein Recht darauf geben, es muss ein Recht auf Schwangerschaftsabbruch geben. Wir hatten das einmal, auch das wird so gerne vergessen. Irgendwie, es ist nicht irgendwie etwas, was erlaubt wird, sondern Menschen müssen ein Recht, ein Anrecht darauf haben, dass ihnen das gut und sicher zur Verfügung gestellt wird. Was für ein Perspektivwechsel. Ja, das ist, finde ich, der nächste Aspekt, der sehr, sehr wichtig ist, weil Deutschland macht es sich sehr bequem und sagt, Abtreibungsrechte werden in anderen Ländern zurückgenommen. Wir schauen ja gerade auch wieder in die USA, wo es einen massiven Backlash nochmal gibt und die Situation in einigen Bundesstaaten sehr, sehr prekär ist mit den sogenannten Heartbeat-Bills, wo mit der Sichtbarkeit eines Herzschlags auf dem Ultraschall, das ist etwa ab der 6. Schwangerschaftswoche, nicht mehr abgetrieben werden kann. Oder wir gucken eben aus deutscher Perspektive nach Polen und sagen, da ist alles so schlimm, aber die Lage in Deutschland, wie MeToo gerade gesagt hat, ist zum einen rechtlich fragwürdig, aber auch in der Versorgungslage einfach nicht gut. Also die Praxen und auch die Kliniken, die Schwangerschaftsabbrüche
anbieten, werden immer weniger. Es gab erst letzte Woche eine Nachricht von der Übernahme der letzten Klinik in Niederbayern, die noch Abbrüche angeboten hat. Die ist an einen katholischen Betreiber gegangen. Da sind jetzt keine Abbrüche mehr möglich. Das heißt, in Niederbayern können die Frauen nicht mehr abbrechen, haben wieder weitere Wege. Also das ist die Lage in Deutschland und das wirkt dann auch wiederum auf Schwangere, die vielleicht aus Polen kommen, dass sie in Deutschland auf eine Versorgungssituation treffen, die auch gar nicht so gut ist und die eben Geld kostet und es kann ja eben auch zeitsensitiv sein. Das heißt, wenn Schwangere abbrechen wollen, die Versorgungslage ist auch in Deutschland nicht gut, kann es heikel werden und deutsche GynäkologInnen berichten eben teilweise auch wieder davon, dass schon jetzt aus Deutschland wieder Schwangere nach Holland gehen und da von den großzügigen Regelungen Gebrauch machen, weil sie eben in der zeitlichen Frist hier keinen Abbruch mehr bekommen. Also das gehört eben auch dazu. Zu deiner Frage aber, Hadija, wie es insgesamt einzuordnen ist, und da dafür fehlt das Bewusstsein in der weiteren öffentlichen Debatte auch, würde ich sagen, da wird Abtreibung als eine politische Fragestellung behandelt, die man abtrennen kann und dann eben auf Länderebene verortet. Und dann wird gesagt, ja, Polen ist nun mal katholisch, konservativ. Aber die Frage von reproduktiven Rechten muss man innerhalb der transnationalen rechtspopulistischen, rechtsextremen Bewegungen sehen, die wir eben auch in Europa und darüber hinaus sehen, die zum einen Frauenrechte, reproduktive Rechte attackieren, aber eben auch LGBTIQ-Rechte und konservative Familienleitbilder pushen und Frauenrechte in Frage stellen. Also das ist miteinander vernetzt. Diese Netzwerke sind europäisch unheimlich stark vernetzt, werden auch europaübergreifend finanziert, auch teilweise mit Geld von russischen Oligarchen. Man sagt, dass eine der Anfangsbewegungen eben in Frankreich entsprungen ist, aus den Protesten heraus gegen die gleichgeschlechtliche Ehe. Und diese Gruppen koordinieren sich eben europaweit, weil sie auch in Brüssel sehr gut aufgestellt sind und versuchen eben in Brüssel auf die EU-Gesetzgebung Einfluss zu nehmen. Und das läuft auch so ein bisschen unter dem Radar, dass eben gerade Abtreibungsgegner, rechtspopulistische Netzwerke eben auf EU-Ebene sehr, sehr gut organisiert sind und sehr gut finanziert sind, im Gegensatz zu feministischen Initiativen, würde ich sagen. Und deswegen sollte man Abtreibung eben nicht als sogenanntes Single Issue einordnen, sondern eben in den weiteren Kontext einordnen und gucken, welche Themen spielen da insgesamt mit rein. Und ich finde, deswegen braucht Europa auch an dieser Stelle eine klare Haltung, weil es eben in diese nationalistischen rechten Bewegungen einzuordnen ist, dass gegen Abtreibungsrechte auch argumentiert wird. Ich würde die Runde öffnen und auch nach eurer Wahrnehmung fragen, Mit und Ulrike, nämlich wenn man sozusagen das, was du gerade angesprochen hast und was wir von dir gehört haben, Theresa, dass dieses Abtreibungsgesetz rein faktisch auf EU-Ebene ja auch nicht in einen festgelegten Zuständigkeitsbereich fällt. Man kann sich auch sozusagen herausreden, indem man sagt, es gibt eben keine rechtliche Vereinheitlichung, es gibt ein paar Vorstöße. Wie sind denn eure Wahrnehmungen zu diesem Thema, das ja jetzt, da kommen wir ja hin zu dieser Brücke, ein hochpolitisches wird in Zeiten des Krieges? Wie würdet ihr sagen, war die Wahrnehmung vorher und wie ist die Wahrnehmung jetzt, wenn wir quasi diesen besonderen Aspekt betrachten, die eine Abtreibung für bestimmte Frauen und weiblich gelesene Personen nötig macht? Also es ist tatsächlich so, es ist eine dramatische Versorgungslage und das ist fast noch mal wichtiger darauf hinzuweisen, als nur auf die rechtliche Lage, weil es wird de facto, also in den letzten 10 Jahren haben sich, glaube ich, die Praxen halbiert. Das ist irgendwie Wahnsinn.
Und es ist einfach kein verbindlicher Teil der Ausbildung, der Gynäkologie-Ausbildung, obwohl es der häufigste Eingriff ist. Das heißt, dass irgendwie Doctors for Choice Abtreibung selber sich beibringen in Workshops an Papayas, ungelogen an Papayas, weil irgendwie, weil die ähnlich sind wie eine Gebärmutter. Wenn man zu tief mit einem Skalpell da reinsticht, kommt man am anderen Ende wieder raus. Und das ist natürlich irgendwie Deutschland, ne? Also ich rede jetzt nicht von Polen, sondern ich rede von Deutschland. Da ist das so. Und das sind natürlich, das ist eine Situation, die macht einfach sehr, sehr klar, das ist dramatisch, da muss gehandelt werden. Gleichzeitig wird nicht nur alles schlechter. In Deutschland haben wir gerade beschlossen, den Paragraph 219a abzuschaffen, also den irgendwie sozusagen den Paragraphen, der so schön hieß, irgendwie Werbung für Schwangerschaftsabbruch, die verboten war, was de facto damit gemeint war, war zu informieren, dass Ärzte Schwangerschaftsabbrüche vornehmen und welche Art von Schwangerschaftsabbrüchen sie vornehmen. Das ist ja vor ein paar Jahren ein Politikum geworden, als die Rechten halt gegen Kliniken, die das gemacht haben und Ärzte und Ärztinnen massiv geklagt haben. Und dann haben wir aber erst gemerkt, hoppla, wir haben ja diesen Paragraphen noch, das wusste ja niemand. Und plötzlich wussten auch ganz viele Menschen, dass Schwangerschaft eben nicht legal in Deutschland ist. Also dass es eben irgendwie nach wie vor ein Straftatbestandteil ist, weil uns ja so ein bisschen nach der Wiedervereinigung verkauft wurde, wir haben jetzt die Fristenlösung, Schwangerschaftsabbruch ist jetzt alles möglich, alles ist gut. Und wir so ein bisschen übersehen haben, dass die Frauen im Osten da ganz viel Rechte verloren haben und dass eben nicht alles gut wurde. Und dadurch ist es ja ins öffentliche Bewusstsein wieder gespült worden. Und ich habe schon das Gefühl, es gab ein Bewusstsein vor dem Krieg in Deutschland als Reaktion auf diesen rechten Backlash. Und der durch die Wahl der jetzigen Regierung gewonnen wurde. Da hätte ja auch niemand mit gerechnet. Es gab diese große Spahn-Studie zu irgendwie Folgen von Schwangerschaftsabbruch, zu den psychischen Folgen von Schwangerschaftsabbruch. Sein Ziel war es ja, darauf hinzuweisen, dass Menschen danach auf jeden Fall irgendwie starke psychische Belastungen haben. Diese Studie wird jetzt von wirklich tollen Leuten durchgeführt werden. Also irgendwie, man kann sich darüber nicht beschweren. Es wird absolut seriös sein. Auch Dinge, die mich in den letzten Jahren besorgt gemacht haben, haben dann doch einen Ausgang gefunden, wo ich denke, ja, wir bleiben am Ball. Jetzt hätte ich ja mal eine Frage. Also ich, jetzt haben wir ja, wie du gerade richtig gesagt hast, eine eigentlich in solchen Fragen progressive Regierung. Siehst du denn die Chance, dass man das Recht auf Abtreibung in Deutschland verbessern wird in den nächsten 4 Jahren? Also nicht nur, dass dieser 219a oder was das war, dieses Werbeverbot in Anführungsstrichen gekippt wird, sondern dass man auch die Rechte der Frauen auf Schwangerschaftsabbruch ausweitet. Es wird im Moment darüber diskutiert, den 218 abzuschaffen. Ja, das wäre doch super. Und das ist wirklich, also das wäre so revolutionär. Also ich möchte halt, in Paragraph 218 steht auch, dass niemand dazu gezwungen werden darf, abtreiben zu müssen. Das dürfen wir auch nicht vergessen, denn irgendwie die Frauenbewegung der 70er Jahre in Deutschland hat sich ja so ein bisschen unter dem das Recht auf Schwangerschaftsabbruch erkämpfen, getroffen, gefunden. Um dann aber irgendwie zu übersehen, dass irgendwie Frauen mit Behinderungen dazu gezwungen wurden, abzutreiben oder massiv unter Druck gesetzt wurden, abtreiben zu müssen. Also das eine und das andere, es geht hier nicht darum, wir wollen das Recht auf Schwangerschaftsabbruch, wir wollen das Recht auf reproduktive Rechte haben und selbst zu entscheiden über unseren Körper. Ja. Also ich kann noch mal kurz den Stand sagen, was jetzt im neuen Koalitionsvertrag vereinbart ist. Also es war zum einen so, dass tatsächlich die Grünen und die SPD die Abschaffung von 218 oder die Legalisierung von Abbrüchen in ihrem Wahlprogramm hatten, was auch ein Stück weit revolutionär oder ein Schritt nach vorne war, weil das war 4 Jahre vorher nicht so. Und da hat man unter anderem aus der Grünen Partei noch gehört, das können wir nicht machen, das geht zu weit. Also da sah man eigentlich keine Chance, dass es jemals passieren wird. Und das hat sich innerhalb der letzten 4 Jahre interessanterweise und ich glaube auch über die Debatte um 219a geändert, sodass wir es in diesen Wahlprogrammen drin hatten. Die FDP hatte es nicht mit drin, was auch sehr interessant ist, weil eigentlich noch ein paar Jahrzehnte früher die Frauen in der FDP schon auch Vorreiterinnen waren, das zu fordern.
Das hat sich über die Zeit verloren. Also die FeministInnen in der FDP sind gerade nicht so laut. Es gibt sie sicher nicht doch. Und dann kam das eben mit in die Koalitionsverhandlungen. 219 war relativ klar, 218 nicht. Was ich aus den Koalitionsverhandlungen gehört habe, ist, dass in dieser Arbeitsgruppe dann irgendwann von oben interveniert werden musste, um wenigstens mit reinzubekommen, dass es diese Arbeitsgruppe geben wird, die sich mit einer Reform des Paragraphen oder gegebenenfalls seiner Abschaffung beschäftigen wird. Und das, ich denke, da wird es in dieser Legislatur, oder es wäre mein feministischer Rat, da braucht es weiterhin Druck von außen, damit diese Arbeitsgruppe A an den Start geht, zu Ergebnissen kommt. Und weil dann ja interessant wird, gibt es in dieser Legislatur noch eine Änderung oder müsste das in einer nächsten passieren und wer ist dann in der nächsten in der Regierung und kommt es dann? Also es gibt eigentlich in dieser Legislatur, würde ich sagen, die einmalige Chance, da etwas signifikant zu verbessern. Ich hoffe, die wird genutzt. Und es wird ja gerne in den Debatten gesagt, 218 und die Lösung, die wir gerade haben, das wäre der gesellschaftliche Kompromiss und mehr ginge nicht. Ich finde, das ist eine ziemlich hohle Phrase. Man sieht auch in Meinungsumfragen, die es dazu gab, dass das so nicht stimmt, dass eigentlich die Mehrheit der Deutschen auch befürworten würde, dass es wirklich legal wird und der Paragraph angepasst wird. Und es ist auch verfassungskonform möglich. Ich habe, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr einen ganz tollen Kongress moderiert zu 150 Jahre 218. Ich glaube, die Website heißt 218kongress.de. Da sind ganz viele Vorträge und Diskussionen von dieser Konferenz zu finden, unter anderem ein Vortrag dazu, wie 218 in Deutschland eigentlich reformiert werden könnte, wo Schwangerschaftsabbrüche geregelt werden könnten oder eben auch, was von 218 übrig bleiben sollte, weil das wird ja auch gerne argumentiert und MeToo hat es ja gerade auch schon angerissen. Was passiert, wenn gegen den Willen einer Schwangeren eigentlich abgebrochen wird, müsste das noch weiterhin im Strafgesetzbuch geregelt sein? Da kann man natürlich sagen, ja, wäre ja auch kein Problem, aber es gibt darüber hinaus trotzdem Möglichkeiten, es aus dem Strafgesetzbuch zu nehmen. Da gibt es mittlerweile JuristInnen, die dazu arbeiten und Vorschläge gemacht haben. Und ich finde, die Leute, die darüber diskutieren, auch auf bundespolitischer Ebene, sollten sich in diese Themen einarbeiten und nicht immer sagen, das ist der gesellschaftliche Konsens, da geht nicht mehr, weil das Rechtsverständnis hat da, glaube ich, auch Fortschritte gemacht. Und ich finde, es ist an der Zeit und andere Länder zeigen es ja auch, weil Irland, wo es so lange gedauert hat, dass Abbrüche überhaupt legal wurden, hat ja den Sprung jetzt quasi geschafft. Und die reine Gesetzgebung, die es in Irland mittlerweile gibt, die ist progressiver als die deutsche. Es gibt da auch noch Versorgungsmangel. Also mit der Gesetzesreform hat sich nicht alles gelöst. Aber dass Abtreibung legal ist, dass Schwangerschaftsabbrüche von den Krankenkassen übernommen werden, was ja in Deutschland auch nicht der Fall ist, das ist zum Beispiel in Irland der Fall. Und da kann man sich in Europa und anderen Ländern schon umgucken und sehen, da ist Deutschland eben nicht die Speerspitze der Gleichstellung, sondern gilt im internationalen Kontext als Land mit einer restriktiven Regelung. Ich habe auch mal einen Gesetzesentwurf dazu geschrieben. Der ist auch für die Böll-Stiftung interessanterweise. Der ist auch noch auf irgendeiner Webseite der Böll-Stiftung zu finden. Ein wichtiger Aspekt, um jetzt nochmal zu diesem Thema, warum wir ja auch darüber sprechen und die Themen ja auch verbinden, ist ja natürlich auch das Besprechen über, was macht eine Abtreibung überhaupt notwendig? Also wer möchte sie und wie gut wird diese Person beraten? Also wir reden ja auch über, du hattest es am Anfang gesagt, Theresa, jetzt im Hinblick auf die ukrainischen schwangeren Personen, aber natürlich auch auf jegliche schwangere Person, könnte man in Deutschland sagen, die Perspektive von Beratung intersektional, sei es auch, was das Thema Behinderung angeht, ist nicht klar und deutlich ist, weil es das Thema nicht gibt. Das heißt, die ukrainischen Schwangeren, die
framen wir sie jetzt, vergewaltigte Personen, Frauen sind, die kommen, die treffen. Und ich meine, MeToo, du hast ein Buch geschrieben, das heißt Vergewaltigung, Aspekte eines Verbrechens. Also blicken wir doch jetzt bitte ganz konkret auf dieses Thema Vergewaltigung als Kriegsverbrechen und natürlich auch eine Ökonomie, die dahinter steht, weil es ja auch ein strategisches Mittel ist, um Nationen zu zerstören. Vielleicht jetzt an euch alle, tragen wir doch dieses Wissen, das wir haben, auch wir haben alle sicherlich aus einer Perspektive, die wir mitbringen, dazu schon gearbeitet, MeToo, du ganz gesondert ja auch, nochmal den Blick darauf geworfen. Was ist damit gemeint, Vergewaltigung als Kriegsmittel? MeToo, vielleicht willst du beginnen. Unbedingt. Ich glaube, nur eine Sache, die mir eben noch irgendwie im Kopf hängen geblieben ist. Es gibt natürlich hunderte von Gründen, warum Menschen abtreiben. In einem fruchtbaren Leben kann es einfach passieren, dass das nicht Frau, Mann, nicht Mann, Frau, dass Mensch ungewollt schwanger wird und das muss nicht an Vergewaltigung, was auch immer liegen. Und auch das ist wichtig. Wir haben in Deutschland, glaube ich, keinen Beratungsmangel. Ganz im Gegenteil, wir haben eine einen Beratungszwang und das ist ein Problem. Also Beratungen sind unglaublich wichtig. Beratungen mit Zwang bedeuten, dass sie einfach nutzlos werden. Also da sagt man dann halt nur die richtigen Sachen, um den Beratungsschein zu bekommen, um die Abtreibung genehmigt zu bekommen. Und das ist ein riesiges Problem, denn irgendwie, dass irgendwie auch eine Abtreibung, die man freiwillig wählt, irgendwie auch Ambivalenzen beinhalten kann. Das ist ja völlig in Ordnung, aber irgendwie durch die Rechtslage müssen wir über alle Ambivalenzen hinweggehen, um nur ja die Abtreibung genehmigt zu bekommen. Die Frage des Krieges, es ist tatsächlich so, es ist ein strategisches Mittel, wahrscheinlich in allen Kriegen. Wir haben ja natürlich nicht über alle Kriege da in derselben Form Quellen, aber in den Kriegen, die wir kennen, ist es ein strategisches Mittel an Menschen jeden Geschlechts übrigens auch. Das irgendwie wird auch gerne also übersehen, dass irgendwie Vergewaltigung als Kriegswaffe sich eben nicht nur auf Frauen bezieht. Es ist seit dem Bosnienkrieg irgendwie wurde darüber geredet, es muss geächtet werden, es muss völkerrechtlich geächtet werden. Und das war ein riesiger Schritt, sollte man nicht denken, aber es war wirklich ein riesiger Schritt, weil ich saß am Anfang und dachte, naja, irgendwie, es ist so ein bisschen wie, das ist der gute Krieg und das ist der schlechte Krieg. Und das ist ja so ein bisschen zynisch, aber was es de facto macht, ist, es entlastet Menschen, also es scheint für Heilung extrem wichtig zu sein, dass dir ein Außen, eine Autorität, sei es ein Richter, eine Richterin, ein Mensch, dem du vertraust, sagst, das war nicht in Ordnung, was dir geschehen ist. Das ist unglaublich wichtig in Heilungsprozessen. Es ist auch für Communities unglaublich wichtig. Das ist etwas, und es entsexualisiert die Debatte über Vergewaltigungen und Kriegen. Das ist auch total interessant. Also irgendwie, es wird dann über Gewalt geredet und nicht über Sexualität. Und das ist ein riesiger Schritt, um irgendwie, und da gibt es wirklich Forschung aus dem irgendwie Jugoslawienkrieg, irgendwie, wie massiv das zur Heilung beigetragen hat, ohne zu sagen, dann ist die Vergewaltigung kein Problem, natürlich nicht. Ne? Also, aber das ist ja ohne zu fragen gleichzeitig. Und auch das muss man immer sehen, zu sagen, die anderen vergewaltigen, ist irgendwie, das ist in jedem Krieg ein Teil der Propaganda. Das ist in jedem Krieg etwas, womit gerade auch Frauen und Feministinnen motiviert werden sollen, sich dagegen, also gegen wer auch immer das Gegenüber war. Also ganz, ganz eindeutig war es ja zum Beispiel in Amerika Anfang des 20. Jahrhunderts mit den ganzen Lynchmorden. Da wurden Menschen gelyncht ausschließlich, um sie daran zu hindern, also um Schwarze daran zu hindern, ihre Bürgerrechte einfordern zu können. Und es wurde nur damit verkauft zu sagen, ja, die vergewaltigen ja weiße Frauen. Und dadurch wurde die weiße Frauenbewegung von der Bürgerrechtsbewegung abgespalten. Und das sind einfach Sachen, die müssen wir immer im Kopf behalten, so wichtig so ein großer Schritt das ist, ist es, also es wird immer gesagt, die töten Babys und irgendwie die anderen vergewaltigen Frauen. Und deshalb nehme ich es auch immer mit einem, ich bin so glücklich drüber und was das Ausmaß ist, werden wir erst sehr, sehr viel später wirklich rausfinden können. Wie, und
Und irgendwie, ich muss dabei ja immer, und ich möchte ganz gar nicht das Thema wechseln, irgendwie, weil vor ein paar Tagen ja irgendwie Julian Assange, der Auslieferungsantrag von Julian Assange stattgegeben wurde, wenn es ausgestrahlt wird. Irgendwie ist es schon ein bisschen länger her. Und das war ja etwas, wo Feministinnen dazu gebracht wurden, sich gegen einen Menschen, der auf irgendwie, ne, also der Kriegsverbrechen aufmerksam gemacht hat, irgendwie, der da Informationen geleakt hat, irgendwie sich dagegen zu stellen mit dem, das ist ein Vergewaltiger. Der hat etwas gemacht, was wirklich nicht in Ordnung war, also ein Kondom wahrscheinlich entfernt, aber irgendwie, das rechtfertigt nicht ein wahrscheinliches Todesurteil, wenn er in die USA ausgeliefert wird. Jetzt muss ich wieder sozusagen uns einordnen. Das ist natürlich, genau, also dieser Blick, ich für mich jetzt festgehalten, Ulrike, dass du dein Statement sagst, was Vergewaltigung ist auch komplex auf Krieg betrachtet und das ist ja, wo wir herkommen, ist es ein strategisches Mittel, auch ein ökonomisches in diesem Sinne. Ulrike, oder siehst du das nicht so? Du schüttelst den Kopf. Also was sicher feststeht, ist, dass es immer Vergewaltigung gab, also solange es Kriege gab. Das ist auch kein modernes Phänomen, sondern wahrscheinlich war es ja schon so in der Auseinandersetzung zwischen unseren Vorfahren und den Neandertalern, dass die Neandertaler Frauen vergewaltigt wurden, weswegen wir sozusagen jetzt auch Gene der Neandertaler in uns tragen. Also, und ich weiß, das kann ich nicht beurteilen, da müsste man eigentlich irgendwie Verhaltensforscher sein oder so, ob da überhaupt eine Strategie hintersteckt. Oder ob Krieg ist ja immer zweierlei. Erstens ist es ein Gewaltexzess, ganz prinzipiell, sonst ist es Gewalt. Und zweitens funktioniert Krieg immer so, also schon rein psychologisch, dass man das Gegenüber abwertet und faktisch zum Tier macht. Also das ist ja auch vielfach erforscht, dass Kriege so funktionieren, dass das Gegenüber nicht mehr als Mensch wahrgenommen wird, weil das sonst schwer wäre, den überhaupt zu töten. So, und wenn man dann sowieso schon so weit ist, alle Angehörigen eines der gegnerischen Gruppe oder so als Tier zu betrachten, dann ist natürlich, glaube ich, also, aber das ist jetzt reine Laienvermutung, nicht? Aber dann geht es bei Vergewaltigung auch ganz zentral um Triebabfuhr. Also Theresa scheint das anders zu sehen, aber die sind ja alle, so stelle ich mir Krieg vor, unter Adrenalin-Höchstausstoß und fühlen sich auch bedroht und müssen das irgendwo wieder loswerden. Jedenfalls würde ich nicht denken, das kann vielleicht dann strategische Folgen haben, in der Form, dass dann ein vergewaltigtes Volk vielleicht nicht mehr wehrfähig ist. Aber ich glaube nicht, dass das die Ursache ist, warum es überhaupt stattfindet. Das muss man ja trennen, nicht? Was ist eine Folge und was ist Absicht? Ist ja nicht unbedingt das Gleiche. Aber ich muss jetzt zugeben, dass ich mich hier jetzt als komplette Laien äußere, die absolut gar keine Ahnung von dem Thema hat, auch nicht von der Forschung, die es dazu schon gibt. Und lass mich jetzt hier gerne korrigieren. Möchtest du oder darf ich? Fang du an. Ich habe jedenfalls ganz viel Kopfschütteln gesehen. Also es ist tatsächlich so, also ich habe keine Ahnung von den Neandertalern, vielleicht waren es einfach lieb. Ich stelle mir vor, es waren Liebesbeziehungen. Das würde mich sehr glücklich machen. Was ich weiß, also wir haben halt relativ viel Forschung aus dem amerikanischen Militär und Vergewaltigung im amerikanischen Militär. Und gerade während des Kriegs gegen den Terror ist es einfach Teil der Ausbildung gewesen. Wie kannst du deinen Feind sexuell erniedrigen? Das wurde halt irgendwie durch extrem irgendwie orientalistische, also ne, der arabische Mann, der halt irgendwie die große Angst vor der blonden Frau hat, also irgendwie durch rassistische Stereotypen ohnegleichen, wurden halt wirklich die Soldaten und Soldatinnen gerade irgendwie dazu trainiert, sexuelle Folter und irgendwie Vergewaltigung einzusetzen. Und das ist dann total zynisch, wenn wir dann so Sachen wie Guantanamo sehen oder irgendwie diese großen irgendwie Ausschreitungen und ganz entsetzt sind, weil es ist Teil eines Systems. Ja, aber jetzt darf ich mal kurz einbringen. Ja, jetzt, das will ich, habe ich keine Ahnung, will ich nicht bezweifeln, aber ich glaube jetzt, ich kann mir ehrlich gesagt jetzt nicht vorstellen, dass der normale russische Soldat, der da in Butscha unterwegs war, eine
eine Folterausbildung bekommen hat nach dem Motto, wie man vergewaltigt. Also das, ich glaube, also das, ich glaube, das haben die spontan gemacht. Natürlich wussten sie, dass ihr Militär das deckt und toleriert, nicht? Dass das jetzt keine Folgen hat für sie, disziplinarisch oder sonst wie. Und vielleicht und natürlich haben sie da alle in großen Gruppen agiert und so weiter und so fort. Aber dass die so eine richtige Folterlehre bekommen hätten zum Thema Vergewaltigung, das kann ich mir jetzt beim russischen Militär, aber vielleicht tue ich denen da Unrecht, gar nicht vorstellen. Ich kenne das russische Militär jetzt nicht so gut. Ich weiß, dass es halt irgendwie in der Regel auch Vorgaben gibt, wie lange man vergewaltigen darf, wie lange man nicht mehr vergewaltigen darf. Da gibt es ja irgendwie, wann dagegen vorgegangen wird, wann dagegen nicht vorgegangen wird. Also dieses, oh, jetzt haben wir 24 Stunden Zeit. Also das sind wirklich Dinge, die von oben auch beurteilt werden. Die andere Sache ist, wir wissen aus Forschung, dass sobald Menschen ins Militär eintreten, die Wahrscheinlichkeit, dass sie sexuelle Grenzüberschreitungen vornehmen, steigt, und zwar exponentiell steigt, nicht nur am Feind übrigens, sondern auch an den eigenen KameradInnen. Und was ganz, ganz viel damit zu tun hat, dass das Erste, was du machst, wenn du in ein Militär eintrittst, das Selbstbestimmungsrecht über deinen eigenen Körper aufzugeben. Also es ist eine Struktur, die massiv Grenzüberschreitungen in alle Richtungen, nicht nur sexuelle Grenzüberschreitungen, begünstigt. Und irgendwie, dass dir antrainiert wird. Also du musst halt sowohl lernen, Menschen zu töten, als auch lernen, anderweitig irgendwie über menschliche Grenzen hinwegzugehen. Das ist ja einer der Gründe, weshalb Soldaten ihren Gewehren Weibchen Namen geben sollen, weshalb irgendwie es eine hohe erotische Aufladung des Kriegsaktes darin gibt. Und es gibt international irgendwie, es gibt ja ganz, ganz wenig irgendwie verbindliche Forschung. Das Einzige, was wir wissen, wenn wir wirklich gegen sexualisierte Gewalt vorgehen wollen, Entmilitarisierung würde so einen massiven, also weltweiten irgendwie Runtergang der Statistiken erwirken. Da redet aber niemand drüber, obwohl wir uns ja alle irgendwie bei der Istanbul-Konvention eigentlich dazu verpflichtet haben. Und natürlich müssten wir uns dann im Einzelnen angucken, was hat der Einzelne da gemacht, aber es ist Teil eines Systems. Ja, obwohl jetzt muss ich nur sagen, das Letzte, was du gesagt hast, deckt sich ja sehr stark mit dem, was ich selber auch schon gesagt habe. Also, dass Krieg an sich Gewalt ist und man kann auch sagen, Militär an sich ist natürlich die Aufgabe des eigenen Körpers und so weiter. Das ist genau das, was ich meinte. Aber das ist nicht das Gleiche, wie zu sagen, das ist Teil einer Strategie. Das sind zwei verschiedene Dinge. Zu sagen, ob es sozusagen Teil der Struktur ist, zwingend, oder ob es Strategie ist. Aber ich will da jetzt nicht auch nicht zu kleinteilig werden. Aber ich finde trotzdem, dass man das trennen muss. Theresa? Ja, ich würde einfach nochmal ergänzen, um darauf aufzusetzen, was MeToo auch schon gesagt hat. Also zum einen entspringt natürlich auch sexualisierte Gewalt insgesamt den patriarchalen Machtverhältnissen, in denen auch Krieg entsteht. Und man muss sich diese Gewalt, darauf weisen eben auch ExpertInnen aus diesem Bereich hin, als Kontinuum vorstellen. Das heißt, auch schon vor dem Krieg gibt es unterschiedliche Machtverhältnisse. Schon vor dem Krieg gibt es sexualisierte Gewalt, die nimmt in Kriegen zu. Auch nicht nur durch die Leute, die angreifen. Es kann eben auch sein, dass insgesamt im Kriegssetting auch innerhalb der Bevölkerung es vermehrt zu sexualisierter Gewalt kommt oder auch sogar Leute von Hilfsorganisationen gewalttätig werden. Also es ist sehr vielschichtig. Und was dann eben passiert, ist, dass auch nach einem Krieg oder über den Zeitverlauf sich diese Verhältnisse verfestigen. Also der Krieg, auch gerade was die Machtverhältnisse der Geschlechter betrifft, hat Folgewirkungen. Und auch in Nachkriegsgesellschaften, wenn Menschen traumatisiert sind, kommt es wieder vermehrt zu Gewalt und sexualisierter Gewalt. Also es verstärkt sich und bewegt sich quasi in einem fort. Also ich finde es eben auch wichtig, hier nochmal auf die Folgen zu gucken. Es passiert eben nicht isoliert im Krieg. Und eine ganz tolle Organisation, die es in Deutschland gibt, ist Medica Mondiale. Die hat sich im Bosnienkrieg als Reaktion auf den Bosnienkrieg gegründet. Die Gründerin Monika Hauser ist damals nach Bosnien gefahren und hat da gezielt angefangen, auch eine Partnerorganisation aufzubauen und eben den Frauen zu helfen, die da sexualisierte
Gewalt erfahren haben, das jetzt vielleicht als Hinweis an die Zuschauerinnen und HörerInnen, wenn sie sich weiter informieren wollen, Medica Mondiale hat da unheimlich viele Informationen auch auf der Website, was das auch bedeutet, auch sogar wenn wir noch weiter zurückgehen auf den Zweiten Weltkrieg, was an Traumata weitergegeben wird, Stichwort transgenerationale Traumata, auch nochmal ganz wichtig, also was macht eigentlich die Gewalt insgesamt im Krieg und nochmal ganz spezifisch die sexualisierte Gewalt, wie wirkt das eigentlich im Verlauf der Generationen in den Jahren danach in die Bevölkerung hinein? Und natürlich ist sexualisierte Gewalt nicht ohne Grund mittlerweile auch als Kriegsverbrechen anerkannt, als strategische Waffe in Kriegen und wird durchaus auch verwendet, was man jetzt auch durchaus schon an Augenzeugenberichten aus der Ukraine hört, was Soldaten da sagen, ist natürlich auch, dass das ukrainische Blut mit russischem Blut zu vermischen, um eben die Ukraine auch da auszulöschen oder die Frauen so weit zu traumatisieren, dass sie danach eben keine Kinder mehr bekommen wollen. Also das ist schon das strategische Element, was auch dahinter steckt, nochmal übergeordnet, dass diese Gewalt eben nicht aus dem Moment heraus entsteht, sondern sehr bewusst zum einen zur Erniedrigung und Schwächung einer Bevölkerung, aber dann eben auch vielleicht um eine ganze Nation auch auf der Ebene auszulöschen. Das gehört auch dazu. Was aber auch nochmal wichtig ist, eben weil es als Kriegsverbrechen anerkannt wird und das darauf weisen Hilfsorganisationen gerade hin, ist es sehr wichtig, jetzt schon Beweise zu sammeln, um diese Verbrechen später vor Gericht zu bringen. Und es ist zum Beispiel in Deutschland so, dass Menschen, die jetzt aus der Ukraine flüchten, können das hier zur Anzeige bringen, weil Deutschland auch Kriegsverbrechen verfolgt, die in anderen Ländern stattfinden. Also ich habe das hier auch schon in Berlin gesehen. Die Stadt macht darauf aufmerksam, dass die Menschen, die jetzt gerade aus der Ukraine hier ankommen, die vielleicht eine Vergewaltigung erfahren haben, können das hier zur Anzeige bringen und Hilfsorganisationen und Menschenrechtsorganisationen fangen eben jetzt schon an, Beweise auch zu sichern. Genau, das ist jetzt eine wunderbare Brücke. In Karlsruhe wird auch gesammelt. Ich empfehle einen Artikel von Alice Botha und einem Team der Zeit, die eben zu dieser Sammlung von Kriegsverbrechen auch quasi gerade recherchiert und einen großen Artikel geschrieben haben, der noch nicht so alt ist. Und tatsächlich ist es doch interessant, diese Wahrnehmung für mich, wenn ich euch so höre, auf dieses, ist es ein strategisches Mittel oder ist es, und welche Form der Gewalt ist es? Am Ende spielt es wahrscheinlich keine Rolle, weil der Effekt ist der, dass die Frauen, die uns jetzt begegnen, wo Human Rights Watch, aber auch verschiedene Organisationen aus der Ukraine die Daten sammeln und die Frauen, die jetzt hierher kommen, damit sich auseinandersetzen müssen mit den Folgen. Das eine ist das Psychologische, das Traumatisierende, das, was man weitergibt. Das andere ist das Thema Abtreibung. Deswegen haben wir das Thema gewählt. Deswegen komme ich nochmal zurück. Was wäre denn aus eurer Sicht jetzt in Zeiten des Krieges, wo auf europäischer Ebene und auch hier aus deutscher Perspektive so viel ist um das Thema Unterstützung geht im Hinblick auf dieses Thema vergewaltigte Schwangere, die Rat suchen zu tun? Also ich glaube, die eine Sache, die halt total wichtig ist und das wird ja zumindest in Deutschland gerade gemacht, ist, Flucht möglichst gut zu gestalten, also Menschen möglichst viele Unterstützung zu geben, weil irgendwie die andere Sache ist, dass auf der Flucht das Risiko, sexualisierte Gewalt oder zu erleben oder irgendwie vergewaltigt zu werden, ebenfalls exponentiell steigt. Und irgendwie deshalb, es ist halt auch unsere Verantwortung, wenn wir die Istanbul-Konvention ratifiziert haben, menschensichere Wege nach Deutschland zu ermöglichen. Ja, und das geht auch nochmal weiter in der Unterbringung von Geflüchteten dann. Massenunterkünfte haben auch wiederum ein höheres Risiko, zum einen auch partnerschaftliche Gewalt zu erfahren durch Stress, der in der beengten Umgebung auftritt, aber dann eben auch sexualisierte Gewalt in den Unterkünften, entweder durch andere Menschen, die da untergebracht sind oder eben durch Personal, das da arbeitet, was ja auch immer wieder berichtet und auch zur Anzeige gebracht wird. Deswegen, ja, das, die ganze Frage Massenunterkünfte, wie sicher, wie,
wie menschenfreundlich sind die eigentlich? Da habe ich eine sehr klare Haltung zu. Und das wäre ein wichtiger Punkt, um eben auch Frauen und Kinder und alle anderen zu schützen, diese Unterkünfte wirklich nur als Übergang zu sehen und möglichst schnell den Menschen andere Wohnräume zu ermöglichen. Ich hab noch eine Sache, die mich trotzdem, also ich merke, die Frage des, ist es individuell oder ist es strukturell, ist insofern in dem Moment des Übergriffs wahrscheinlich nicht wichtig, aber was Prävention angeht, eben schon. Ne? Also irgendwie, ob es irgendwie individuelle Menschen sind, wenn es um Triebabfuhr geht oder ob wir irgendwie Strukturen verändern können. Das, also insofern bewegt es mich schon. Es ist jetzt nicht, dass es, jetzt musst du nachweisen, was war es denn jetzt? Das ist natürlich Blödsinn. Ja, aber es ist natürlich ein relevanter Punkt. Also ist dieses Kreieren von einem Kollektiv und dieses, also ich meine, wie konnte es denn überhaupt zu einem Kriegsverbrechen erklärt werden, war natürlich es als einen strukturellen Moment, als ein strategisches zu erklären und das mit den Studien, die du auch genannt hast. Und am Ende bleibt es trotzdem ja auch die Frage jetzt in der Ukraine, wie werden, und das war jetzt ja auch von dir ausgeführt, Theresa, verletzliche Personen geschaffen? Also was ist das Ziel einer Vergewaltigung? Und mit diesem die Personen, über die wir sprechen, die dann betroffen sind, die dann kommen, die dann hier in Deutschland ankommen und überhaupt anzuerkennen, das Thema als ein Thema, darum ging es ja in unserer Runde auch. Und Anerkennung ist ja dann auch erst, wenn Anerkennung ist, können wir über Aufarbeitung reden. Und Aufarbeitung ist auch das Thema Wiederaufbau. Und das ist ja so ein bisschen diese zweite Überschrift, die wir auch haben. Was bedeutet denn sozusagen Wiederaufbau? Klar, auf psychologischer Ebene, in traumatischer Hinsicht für die Menschen, aber auch in dem, wo sie herkommen. Das Land, die Strukturen, die Gebäude, die Straßen. Also genau. Und das ist unsere steile Brücke, die ich jetzt gerade versuchte, in das zweite Thema, was aber für jetzt klingt gar nicht so steil, schon zusammengehört, nämlich diesen Wiederaufbau in der Ukraine in einer Gesellschaft und ich hatte vorhin Alice Botha gerade besprochen, die sehr stark ja auch verbunden ist mit der Ukraine. Also wenn man auf die Gesellschaft der UkrainerInnen schaut, dann sieht man das ja und das sind ja auch viele Reportagen, die wir gerade hören. Und Ulrike, du hast dieses Thema Wiederaufbau nochmal aus einer anderen Perspektive in unserem Vorgespräch ja auch mit hineingebracht und hast gesagt, wie hoch sind eigentlich die Kosten, was würde das bedeuten, wann muss er einsetzen, jetzt während des Krieges schon und vielleicht kannst du uns von deinen Einschätzungen berichten und sagen, was bedeutet für dich Wiederaufbau und vor allem ab wann? Ja, also ich meine, ich sehe das ja, also weil ich mich ja meistens mit Wirtschaft beschäftige, sehe ich das auch dieses Kriegsgeschehen natürlich sehr ökonomisch. Jetzt wollte ich noch eine Sache zum Thema Strategie sagen. Also das hat beschäftigt mich jetzt auch gerade die ganze Zeit. Warum finde ich das so wichtig, da Unterschiede zu machen? Ich glaube, ein Punkt ist auch, dass selbst wenn jetzt Vergewaltigung ein strategisches Ziel sein sollte, da haben wir ja auch schon drüber geredet, ist es das oder nicht, heißt es nicht, dass es ein erfolgreiches Mittel ist. Also ich glaube, das muss man auch immer trennen. Ich glaube, die Russen machen ja im Augenblick in der Ukraine sehr viele Dinge, die kontraproduktiv sind. Also schon der Krieg an sich war, also auch aus der Sicht der Russen selber, kontraproduktiv. Also die Russen verarmen gerade selber. Und genauso kann es sein, ich meine, das ist vielleicht eine sehr rationale Betrachtungsweise, kann es aber sein, dass es nicht zielführend ist für die Russen, die Ukrainerinnen zu vergewaltigen, weil ein Ergebnis wird ja sein, dass die Russen für immer in der Ukraine verhasst sind, völlig zu Recht. Das schädigt aber dann auch wiederum die Russen. Also nicht alles, was vielleicht Strategie ist, ist eine schlaue Idee. Also ja, dieser Unterschied, den wollte ich nochmal betonen, aber egal, wir sind da, glaube ich, nicht einer Meinung. Jedenfalls. Den finde ich super, das finde ich absolut wichtig zu sagen. Es muss nicht erfolgreich sein. Ja, ja, genau. Also, weil ich glaube, das zu betonen, wäre vielleicht auch ein schneller Weg, Armeen davon abzubringen, es überhaupt zu versuchen. Ne?
Aber wie gesagt, ich glaube ja, dass auch... Ich finde das großartig. Darf ich dazu noch eine Sache sagen? Weil was daran ganz toll ist, ist, dass wir immer dieses Bild des heroischen Vergewaltigers haben, der irgendwie, wenn nicht der Staat massiv eingreift, dann würde er alles und fühlt sich ganz super dabei. Es gibt ja ganz tolle Studien darüber, dass sexuelle Dysfunktionen bei Vergewaltigung viel häufiger sind als bei konsensuellem Sex. Überraschung, Überraschung. Und zwar, also das, na, wirklich. Ja, ja, also, klar, ist ja klar, ja. Es sollte klar sein, aber irgendwie das, wir hören immer das Gegenteil. Es ist halt fast, dass ich manchmal, meine Lieblingsverschwörungstheorie ist ja, dass die Medien eine Werbeinstitution für Vergewaltigung sind. Die Art, wie wir darüber reden, ist auch kontraproduktiv. Deshalb, was für ein toller Hinweis. Danke, Ulrike. Ja, okay. Ja, jetzt komme ich jetzt zum ökonomischen. Ja, ich meine, es gab jetzt, das war aber schon vor 2 Wochen, eine Schätzung der Ukrainer selbst, wie hoch die Schäden in ihrem Land schon sind. Und die kamen irgendwie auf 600 Milliarden Dollar. Ich würde sagen, das war noch konservativ. Die Schäden dürften noch höher sein, zumal ja der Krieg inzwischen weitergegangen ist. Also man kann ja sagen, dass eigentlich überall, wo die Russen waren oder sind, ist alles zerstört. Also ob das jetzt Charkow ist oder die ganzen Vororte rund um Kiew oder auch dieses Gebiet zwischen Kiew und Tschernobyl, wo die Russen ja auch waren. Das ist sozusagen Tabula Rasa. Das Gleiche gilt natürlich für diesen ganzen Süden von Donetsk bis zur Krim. Und sowieso für Mariupol und so weiter. Jetzt ist ja die Frage, mit der man sich jetzt schon beschäftigen sollte, obwohl es noch die Zukunft ist, wie baut man die Ukraine wieder auf? Denn das Interessante ist ja, und das ist aus meiner Sicht ein sehr starkes Zeichen, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen wird. Es geht ja schon gar nicht mehr aus der Sicht der Ukrainer darum, die Russen aufzuhalten, sondern das Ziel der Ukrainer inzwischen ist, alles wieder zurückzuerobern, was die Russen im Augenblick besetzt halten. Ich glaube, das ist wahrscheinlich, dass es so kommen wird. Vielleicht gibt es dann so kleine Gebiete, die die Russen behalten können, wie Donetsk und Luhansk, also in dem kleinen Teil, wo sie schon ab 2014 waren. Aber die großen Teile der Ukraine werden wahrscheinlich von den Russen wieder befreit. Ganz einfach, weil die Russen auch diese Art von Sanktionen, die im Augenblick verhängt wurden, ökonomisch nicht auf Dauer durchhalten können. Also sie haben sich mit diesem Krieg komplett übernommen. So, also wird er irgendwann in der Form zu Ende gehen, dass die Ukraine große Teile des Gebietes zurückbekommt und auf jeden Fall ja diese zerstörten Gebiete wieder aufbauen muss. Und so meine Sorge ist, deswegen fange ich jetzt schon früh an, darüber zu reden, dass dann so eine Art kleinteilige Rechnerei losgehen könnte, was sich Europa leisten kann, was sich die USA leisten kann. Also weil man, und dass nicht genug Geld in der Ukraine ankommt, weil man schon aus der Geschichte das Phänomen kennt, dass wenn es einen Krieg gibt es immer genug Geld. Also das ist ja jetzt auch, man muss sagen, zum Glück bei der Ukraine der Fall. Also die Ukraine kriegt die Waffen und kriegt das Geld, das sie braucht. Also die Ukraine wird nicht daran scheitern, dass sie nicht genug Waffen hat, die man vor Ort einsetzen kann. Aber sobald der Krieg vorbei ist, fangen dann alle an, wieder rumzusparen nach dem Motto, man muss jetzt das Geld wieder reinkriegen, das man im Krieg ausgegeben hat. Und der Wiederaufbau wird dann vernachlässigt. Und das wäre also ein fataler Fehler, sondern wofür ich werben will, ist, dass man einfach unbegrenzt, und das meine ich im wahrsten Sinne des Wortes, unbegrenzt Geld den Ukrainern zur Verfügung stellt, um ihr Land wieder aufzubauen. Weil der Witz nämlich wäre, das ist der zentrale Punkt, das wäre für uns umsonst. Wir würden zwar am Anfang Milliarden in die Ukraine schieben, aber am Ende würde es nichts kosten. Und dass das so ist, kann man ausgerechnet in der deutschen Geschichte sehen, nämlich am Beispiel der Wiedervereinigung ab 1990. Es war ja so, dass die DDR komplett ruiniert war. Das war jetzt nicht
die Schuld der DDR-Bürger, die haben alle in ihren Fabriken gearbeitet, sondern das System dieser zentralen Planwirtschaft funktionierte nicht, den sich die DDR-Bürger ja nicht freiwillig ausgesucht hatten, sondern das war das Ergebnis des Zweiten Weltkrieges, dass die sowjetische Besatzungszone eben im Osten lag und da dann ein solches System etabliert wurde, das aber nicht funktionierte. Wie auch immer, 1990 war alles ruiniert, also alles. Nicht? Die Straßen, die Telefonleitungen, die Fabriken, die Häuser, die Ställe, auch in der Landwirtschaft, nirgendwo war irgendwie noch etwas, was funktionsfähig wäre. Das ist jetzt nicht meine Behauptung, sondern das sind offizielle Zahlen des DDR-Planungsbüros. Das heißt, das ganze Land war runtergewirtschaftet und musste wieder aufgebaut werden. Bis heute sind 2,5 Billionen Euro, 2.500 Milliarden, aus dem Westen in den Osten geflossen. Das ist richtig, ne? Das will ich überhaupt nicht kritisieren. Das war genau der richtige Ansatz, das Land wieder aufzubauen, und zwar so schnell es ging. Darauf hatten die Ex-DDR-Bürger auch einen Anspruch. Aber was man sich jetzt klar machen muss als Deutscher, und das wird eben gar nicht genug gewürdigt, man hat unendliche Milliarden vom Westen in den Osten geschaufelt, und trotzdem ist die Staatsverschuldung Deutschlands niedriger als die von Großbritannien oder Frankreichs, obwohl diese beiden Länder keine Wiedervereinigung hatten. Das heißt, letztlich hat sich dieses ganze Aufbauprogramm in der Ex-DDR hat sich selber finanziert, einfach dadurch, dass es sich um ein gigantisches Konjunkturprogramm gehandelt hat. Und genauso wäre es, wenn jetzt die gesamte EU anfangen würde, Geld in die Ukraine zu schicken, damit die Ukrainer vor Ort ihr Land wieder aufbauen können. Das ganze Geld würde wieder auch zurückkommen in Form von Aufträgen. Es wäre wieder ein enormes Konjunkturprogramm. Und das ist mir wirklich sehr wichtig, dass man nach dem Krieg nicht anfängt, völlig sinnlos rumzusparen und den Ukrainern dann zusätzliches Leid sozusagen zufügt, dadurch, dass sie dann auf Jahre und Jahrzehnte gezwungen sind, in diesen Ruinen zu leben. Wenn man das innerhalb, und das wäre meine Prognose, von 2 Jahren alles komplett wieder aufbauen kann. Also das würde rasant gehen. Wenn genug Geld da ist, würde die Ukraine innerhalb kürzester Zeit zu einem modernen Staat werden. Also nicht, dann muss, also um jetzt mal was Positives über diesen Krieg zu sagen, das soll nicht zynisch klingen, nicht? Aber den hat ja keiner gewollt. Aber jetzt, wo er schon mal da ist, könnte man das auch nutzen, um die Ukraine zu modernisieren. Und diese Chance, also so blöd das klingt, sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen. Könnte ich dich noch mal ganz kurz fragen, weil du hast gesagt, es würde alles sich selbst finanzieren, es würde sozusagen zurückkommen. Was innerhalb von Deutschlands ist es für mich total leicht vorstellbar. Ukraine ist ja woanders. Wie würde es zurückkommen? Wie genau habe ich mir das vorzustellen? Ja, also das Geld, das man da hinschickt, würde deswegen zurückkommen, weil die Ukraine würde dann ja anfangen, auch zu konsumieren als Teil Europas, ne? Und letztlich ist es jetzt, die ganze europäische Wirtschaft gehört ja zusammen. Also auch die deutsche, ich meine auch, als wir, um das vielleicht mal so nochmal zurückzugehen, als wir die DDR aufgebaut haben, ist ja nicht das gesamte Geld, das aus Westdeutschland nach Ostdeutschland geflossen ist, dann wieder zurück in den Westen geflossen, sondern zum Teil hat davon auch, sagen wir mal, Frankreich profitiert oder Italien, weil die irgendwelche Sachen in die DDR geliefert haben. Nur das hat ja nichts gemacht, weil dann haben wir wieder profitiert von Aufträgen aus Italien, nicht? Also man muss schon, ganz Europa ist eine, also oder Westeuropa, also die EU ist ja eine Wirtschaftseinheit. Dadurch, also wir haben nicht, das war ja das Thema vorhin, wir haben nicht einheitliche Abtreibungsregeln, was man bedauern kann, wenn man denken würde, dass man dann die fortschrittlichste Variante hätte. Aber was wir haben, ist einen einheitlichen Wirtschaftsraum. Mhm. Theresa, wolltest du etwas sagen? War das mal gezuckt? Deswegen. Mhm. Ja, ich finde zum einen sind die Ausführungen von Ulrike gerade interessant und wichtig, weil es schließt sich so ein bisschen der Kreis zu unserem ersten Gespräch. Was könnte eine feministische Außenpolitik sein? Und dann, das würde für mich ganz stark dazugehören, eben diese Verantwortung nach einem Krieg weiter anzunehmen und vor allem zu gucken, dass es dem Land wirtschaftlich irgendwann wieder gut geht und da dann eben nicht das Geld
knapp zu halten. Und ich finde diese Bandbreite von den wirtschaftlichen Effekten, die kommt gerade in den öffentlichen Debatten aus meiner Sicht ein bisschen kurz, auch wenn nochmal herauszustellen, wie hängt eigentlich alles zusammen, oder da kann Ulrike vielleicht auch nochmal mehr zu sagen, auf welche Lebensmittelkrisen steuern wir vielleicht gerade eigentlich zu, wenn die Ernten in der Ukraine ausfallen. Also da reden wir ja auch wieder über ein globales Gleichgewicht und welche nachfolgenden Probleme könnten eigentlich Hungersnöte wieder verursachen. Und wenn man so ein bisschen in die Wirtschaftsberichterstattung reinliest, findet man ja unheimlich viele Details, was alles in der Ukraine produziert wird, was hier absehbar in den nächsten Monaten fehlen könnte, um jetzt mal was Humorvolles einzubringen. Das Lustigste, was ich gelesen habe, ist, dass der größte Produzent von Sektflaschenkappen, von diesen Plastikstöpseln, die da oben drin sitzen, dass der in der Ukraine sitzt und diese Fabrik wohl gerade auch angeschlagen ist. Also da sieht man mal, wie alles miteinander zusammenhängt und dass es eben in einem europäischen und globalen Interesse ist, der Ukraine langfristig auch zu helfen. Sonst haben wir keinen Sekt mehr. Ja, am Frauentag. Ja, was jetzt die Weizenlieferungen angeht, das ist sehr unübersichtlich. Also also eigentlich kann die Ukraine ja auf großen Flächen, könnte sie weiter produzieren, sondern es gibt offenbar vor allen Dingen zwei Probleme. Das eine ist einfach der Diesel für die Traktoren, ne, dass das nicht ankommt. Und das andere Problem ist, wie man das Getreide aus dem Land schaffen soll, weil im Schwarzen Meer ja die Russen mit ihren Militärschiffen sitzen und alles, was aus der Ukraine rauskommt, sozusagen blockieren. Also es hängt so ein bisschen davon ab, wie lange dieser Krieg noch dauert, wie das mit den Exporten aus der Ukraine wird. Ich habe von einer amerikanischen Journalistin, die auf Kriege spezialisiert ist, gehört, aber ich weiß nicht, ob das stimmt, dass die USA ja wussten, dass die, ich sage mal Sowjetunion, dass Russland die Ukraine angreifen würde. Das war ja als Szenario schon relativ lang bekannt, jedenfalls in den Geheimdiensten. Weswegen die USA angeblich ihre Bauern angewiesen haben soll, Weizen zu produzieren statt Agrosprit. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Das wäre natürlich schlau, nicht? Weil die USA ist ja ein Riesenproduzent von Getreide. Wenn das so stattgefunden haben sollte, dann gibt es keine Ernährungskrise. Wenn es eine Ernährungskrise geben sollte, das wird man dann ja demnächst sehen, also noch ist man ja eigentlich damit beschäftigt, überhaupt erst den Weizen auszusehen, dann ist aus meiner Sicht zwingend, dass der Westen kein Fleisch mehr isst. Weil großer Teil der Getreideernte geht ja in die Aufzucht, vor allen Dingen von Rindern, aber auch Schweinen. Und geht nicht, dass dann Menschen im globalen Süden nicht genug zu essen haben, weil die alle Westeuropäer, aber auch Amerikaner da permanent Fleisch essen. Und das muss einem dann klar sein, dass weltweite Solidarität bedeutet, dass man mal zwischendurch zum Vegetarier wird. Man das jetzt nicht so eins zu eins sagen kann. Also es gibt auch Flächen, Weideflächen, die man gar nicht für Ackerland gebrauchen sollte. Und auf diesen Grasflächen kann man natürlich nur Rinder oder Schweine züchten. Also es ist nicht so, dass ich sage, es darf gar kein Fleisch mehr gegessen werden. Aber man müsste halt so viel Fleisch verzichten, dass es möglich ist, praktisch diesen Getreideanteil im Futter auszugleichen. Nicht? Also, aber einfach weiter Fleisch essen, das geht gar nicht. Aber darf ich da nochmal zu nachfragen? Weil das sind immer so Sachen, wo ich denke, okay, ich kaufe jetzt ein Steak weniger und genau, irgendwie habe etwas für die Welt getan. Ja. Aber das Problem ist ja irgendwie, die Tiere stehen ja trotzdem auf den Weiden und irgendwie, die wissen ja nicht, was ich morgen kaufe oder was ich morgen nicht kaufe. Also deshalb irgendwie, wie lange dauern diese Effekte, bis sie sich auswirken? Nee, du hast natürlich völlig recht. Also das ist eine sehr gute Frage. Also wenn jetzt der einzelne Konsument ist immer wichtig, nicht? Also ich will jetzt nicht sagen, dass das nichts bringt, wenn du sagst, ich esse jetzt ein Steak weniger, weil das ein politisches Signal wäre,
an die Regierung, dass die Bevölkerung bereit wäre, da Opfer zu bringen. Aber du hast völlig recht, dass dieses Opfer bringen muss irgendwie koordiniert vonstatten gehen. Nicht? Das geht nicht, dass einfach nur jeder Konsument sagt zu Hause, ach, jetzt mache ich mal einen Steg weniger. Weil natürlich, wenn man sagen würde, also wie gesagt, ob da jetzt wirklich Weizen fehlt, werden wir ja sehen. Aber wenn Weizen fehlt, dann müsste man das ja so sagen, müsste man sagen, okay, das Weizen, der Weizen, der als Futtermittel gedacht wird, geht jetzt in den globalen Süden, was natürlich dann für deutsche Rinderzüchter heißen würde, dass sie gar nicht mehr genug Futter für ihre Rinder hätten, was bedeuten würde, dass man diese Tiere schlachten muss. Dann würde man die ja auch sinnvollerweise essen, nicht? Das wäre ja Quatsch, so. Und als nächstes müsste man dann aber diese Rinderzüchter wahrscheinlich entschädigen. Nicht? Das ist aber eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu sagen, tut uns jetzt sehr leid, dass du deine Rinder schlachten musst, ist aber für den globalen Süden zwingend, ne? Hier hast du einen Ausgleich. Also schon deswegen ist das dann auch eine politische Aufgabe, das zu steuern. Und jetzt aber das ist trotzdem nicht falsch, um mal zu sagen, ich höre auf mit dem Steak essen. Das ist ja nochmal ein anderes Thema, sozusagen die Fleisch und Ding. Ich hole uns jetzt nochmal zurück zu dem Thema. Nein, das ist, MeToo hat gefragt. Ich will nur uns, wo waren wir gedanklich? Wir waren gedanklich bei dem Thema Wiederaufbau aus, in diesem Fall, feministischer Außenpolitik. Und Theresa hat dich, Ulrike, quasi gestützt mit der Aussage, dass das Thema Nachdenken über die Folgen im Sinne von gleichberechtigter Teilhabe, aber auch den Mensch in den Fokus zu setzen, einerseits einen ökonomischen Nutzen hat, aber auch sogar eine feministische Perspektive, das jetzt schon zu denken. Und da würde ich gerne noch mal ganz kurz weiterdenken in unserem letzten Abschluss, nämlich was zeigt uns denn dahingehend vielleicht auch die Geschichte? Also Stichwort schon immer hat sich nach Kriegssituationen ja gezeigt, welche Rolle Frauen, weiblich gelesene Personen eben haben, beispielsweise im Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg, wenn wir es hier in Deutschland haben, aber auch aus einer globalen Perspektive. Und da wir ja alles gerade aus einer globalen Perspektive betrachten, vielleicht könnten wir da noch mal hinschauen. Was bedeutete denn Wiederaufbau in der Geschichte? Was lehrt sie uns? Also wenn man jetzt den Zweiten Weltkrieg nimmt, war es zynischerweise so, also dass sozusagen im Krieg die Frauen mehr Rechte hatten als nach dem Krieg. Genau. Nicht? Mhm. Weil sie waren ja, und das gilt nicht nur für Deutschland, das gilt auch für Großbritannien, das gilt für die USA, das gilt für alle Kriegsparteien, auch Kanada. Dass natürlich die Männer waren im Krieg und gleichzeitig musste man aber diese ganzen Militärgüter herstellen. Die Fabriken liefen auf Hochtouren und dann wurden die Frauen eingestellt. Und zum Beispiel in den USA war das sehr markant, eben auch Minderheiten. Also Afroamerikaner hatten im Zweiten Weltkrieg zum ersten Mal die Möglichkeit, gut bezahlte Fabrikjobs zu bekommen. Das war vorher, Fabrikjobs waren ja sehr, sehr gut bezahlt. Früher eine reine weiße privilegierte Schicht, die da arbeiten durfte. So. Nach dem Krieg war natürlich irgendwie klar, diese ganze Aufrüstungsindustrie brauchte man nicht mehr. Es gab eine Wirtschaftskrise und dann war natürlich die allererste Maßnahme, dass man Frauen und Minderheiten aus den Fabriken wieder entfernt hat, damit die zurückkehrenden Soldaten nun da arbeiten konnten. So, das heißt, und dann ähnlich war es in Deutschland, nicht? Dann fing das wieder an in den 50er Jahren mit der Hausfrauenehe. Insofern kann man nicht sagen, jeder Wiederaufbau ist die ganz große Chance für die Frauen, sondern das muss man gestalten, das kommt nicht von selbst. Ne? Aber ich finde einen wichtigen Punkt. Also gab es ja dieses Stichwort Trümmerfrauen und natürlich stießen die Frauen dann auch auf Männer, die aus dem Krieg zurückkamen und nicht mehr so vital und fit waren und trotzdem hat das patriarchale System Überhand gewonnen. Aber was aus diesem Moment zu nehmen? Aus diesem, wenn man sagt, feministische Außenpolitik, wir übertragen sozusagen das, die, ich sage jetzt mal banal, Best Practice auf diese Situation jetzt, neben diesem Aspekt, so viel Geld wie möglich hineinzugeben. Ich schmeiße einfach nur mal rein und dann gebe ich wieder an euch das Beispiel Ruanda beispielsweise, wo sich tatsächlich auch im politischen Raum, was die Regierungsführung, die im weltweiten Vergleich einen hohen Anteil von Frauen in Regierungspositionen zum Beispiel hat, auch da sind die Folgen des Genozids aus einer feministischen Perspektive interessant. Und ich rufe einfach hinein und frage, was sind da so Dinge,
und wir machen eine kleine Sammelliste. Was sind die Dinge, wo man hinschauen sollte? Na, also ich glaube, jetzt, das fällt mir nur ein, sozusagen, wenn man das feministisch anguckt, aber ich weiß nicht, was das für Folgen haben wird. Aber ich glaube, man muss zur Kenntnis nehmen, dass der Ukraine-Krieg einzigartig ist, also dass es das in dieser Form noch nicht gab, dass in einem Krieg praktisch die gesamte weibliche Bevölkerung, die das wollte, plus Kinder, geordnet, das ist ja auch ganz wichtig, flüchten konnte. Also zum Beispiel in Syrien wollten auch sehr viele Menschen flüchten, aber denen wurde dabei nicht geholfen. Also es gab, während hier in der Ukraine, Tag 1 des Krieges, wurde schon der Bevölkerung gesagt, und ihr könnt, wenn ihr nicht wehrfähige Männer seid, alle gehen. Was dann eben auch Millionen gemacht haben. So, und das führt ja jetzt dazu, dass die Flüchtenden alle Frauen und Kinder sind, mit wenigen Ausnahmen, die Männer alle zurückgeblieben sind. Diese Art von Trennung gab es, soweit ich das kenne, noch in keinem einzigen Krieg. Und das wird, was das dann, wie das jetzt weitergeht und welche Folgen das haben wird, finde ich, kann man nicht absehen. Man kann nur das unmittelbare Ergebnis absehen, nämlich dass die Männer, die zurückbleiben in der Ukraine, sehr viel freier sind, ihr Land zu verteidigen, weil sie über große Strecken auf Zivilisten keine Rücksicht nehmen müssen, weil die ja alle oder fast alle gegangen sind. Also tragische Ausnahme ist Mariupol, weil die so schnell eingeschlossen waren, dass sie gar nicht mehr fliehen konnten. Aber und natürlich auch Transpersonen und Nonbinäre, also besonders vulnerable Gruppen, die auch nicht sozusagen flüchten konnten. Ja, aber trotzdem, das stimmt. Aber muss man erstmal anerkennen, dass das in dieser Konstellation einzigartig in der Weltgeschichte ist. Also sowas gab es noch nie. Aber was bedeutet es denn aus einer Perspektive, wenn sozusagen die tragenden Kräfte, die aus einer feministischen, also wie aus einer feministischen Betrachtung wäre mehr Frieden, wenn mehr weibliche Personen regieren würden. Das ist jetzt, habe ich mir ja nicht ausgedacht. Ich weiß nicht, ob das stimmt, weil zum Beispiel Margaret Thatcher hat den Falklandkrieg angefangen. Ich überspitze Dinge, damit ich euch ein bisschen aus den Reserven locke, mit mir in diese feministische Perspektive von Wiederaufbau zu gehen. Weil es natürlich sehr wohl Thesen gibt, die sagen, was bedeutet feministische Außenpolitik für diesen Wiederaufbau? Was würden Frauen, weiblich gelesene Personen in Entscheidungspositionen verändern, wenn es darum geht? Und deswegen hatte ich das Ruanda-Beispiel auch reingebracht. Und natürlich das Zweite Weltkrieg-Beispiel, das dann daran hängt, dass danach wir eine Hausfrauenpolitik hatten und ein Backlash. Aber jetzt ihr. Ich wollte euch, ja. Theresa. Also was man in einigen Forschungsarbeiten zur Beteiligung von Frauen in politischen Strukturen sehen kann, ist, dass andere Prioritäten gesetzt werden. Also es gibt Studien über Kommunal- und Landespolitik in Deutschland, wo man sieht, wenn Frauen stärker in den Kommunalparlamenten vertreten sind, dann werden mehr Kita-Plätze geschaffen. Also das so als erster Hinweis darauf, dass es ganz vielfältige Effekte haben kann, wenn Frauen gut repräsentiert sind. Das jetzt auf die Ukraine zu übertragen beim Wiederaufbau, ich glaube, das ist so weit gesprungen, was da überhaupt verhandelt wird, ob es Friedensverträge geben wird. Und die Ukraine hat ja auch, also da sind ja ausreichend Frauen im Parlament, würde ich jetzt sagen. Das sehe ich jetzt nicht so als Problem. Ich glaube, so im Gesamtkontext, dass Kriege das Wiedererstarken von patriarchalen Strukturen bedeuten in einer Gesellschaft, das kann man schlecht in politische Strukturen gießen, das zu verhindern. Da braucht es ein Bewusstsein für, da braucht es eine starke Zivilgesellschaft. Das heißt, man kann in zivilgesellschaftliche Organisationen investieren, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Das könnte ein Aspekt sein. Aber wie Ulrike ja schon sagte, diese Art von Krieg kennen wir bislang nicht. Also für mich ist es einfach zu weit gesprungen, da jetzt ein Szenario zu entwickeln. Wie wird das einmal aussehen? Auch jetzt dadurch, dass wir eine massive Fluchtbewegung aus dem Land heraus hatten und wir ja nicht wissen, wie lange es noch dauern wird. Ich finde einen Aspekt ganz interessant, um nochmal nach Deutschland zu gucken
Und hier vielleicht nochmal einen politischen Akzent zu setzen. Dadurch, dass so viele Frauen mit Kindern kommen, haben wir unheimlich viele Familienkonstellationen, die als alleinerziehend gelten. Das heißt, familienpolitisch sind wir in der Politik für Alleinerziehende, sind wir ohnehin gefordert. Und die Politik für Alleinerziehende in Deutschland muss immer noch deutlich besser werden. Und jetzt haben wir eben nochmal einen großen Anteil dieser Familienform in der besonderen Konstellation Flucht und Alleinerziehend. Deswegen fände ich das für die Familienpolitik einen wichtigen Punkt zu gucken. Also was tun wir für alle Alleinerziehenden? Was tun wir für diese Alleinerziehenden im Besonderen? Weil das ist jetzt ja auch, also ich finde, wir sind jetzt erstmal an dem Punkt, auf die konkrete Situation zu gucken. Und es weiß ja niemand, wie viele RückkehrerInnen wird es irgendwann mal geben? Bereiten sich die Menschen darauf vor, hier dauerhaft zu leben? Das ist ja gerade noch sehr ungewiss. Für mich aber dadurch, dass ich Ulrikes These verfolge, die sagt, der Wiederaufbau beginnt quasi jetzt, ist das ja auch ein interessanter Aspekt, denn keine gestärkten Personen können sozusagen ja auch bestimmte Dinge, die dann vielleicht anstehen, nicht übernehmen. Aber Mithu, du hast sehr stark die Nase gerümpft. Lass uns teilhaben. Nein, ich hatte eben sehr stark die Nase gerümpft. Ja, genau, ich weiß. Ja, bei mir. Frauen sind die besseren Herrscher, weil das geht tatsächlich ja so ein bisschen darauf zurück, dass im 19. Jahrhundert, also Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts, irgendwie als die Rechte von Frauen am absolut tiefsten Stand waren, wurde gesagt, aber ihr seid das moralisch überlegene Geschlecht. Und ihr würdet alles besser machen, deshalb müsst ihr durch wahrscheinlich Manipulation euren Mann dazu bringen, ein guter Mensch zu werden, weil der ist ja halb Tier und deshalb kann der sich nicht beherrschen. Und deshalb bin ich immer so, ich zucke immer zusammen, wenn Frauen würden das alles besser machen, A, weil wir die Gegenbeispiele kennen und B, und das ist irgendwie eine meiner Lieblingsthesen und wenn ich sie schon gesagt habe, dann bitte, in einer der vorherigen Folgen, dann bitte stoppt mich jetzt sofort, aber es ist tatsächlich, Macht führt dazu, dass wir bestimmte Dinge machen oder nicht machen. Und es gibt eine ganz tolle Studie darüber, die erklärt, dass Macht irgendwie dieselbe Wirkung hat wie ein Gehirnschaden. Also das ist jetzt schlecht von mir übersetzt, weil das Gehirn ist so unglaublich kooperativ und if you don't use it, you lose it. Das heißt irgendwie die ganzen Spiegelneuronen, die dafür da sind, dass wir gute Vorgesetzte zum Beispiel, indem wir wissen, ach, was will die Person uns gegenüber und uns darauf einsetzen. Wenn wir aber nicht mehr uns in unser Gegenüber hineinversetzen müssen, weil unser Gegenüber das ständig bei uns macht und unsere Sätze für uns irgendwie vollständigt und unsere Körpersprache nachahmt und so weiter, dann wird diese Funktion abgebaut im Gehirn. Und das ist relativ dramatisch. Kann sich ja wieder aufbauen. Ne? Also alles ist reversibel in der Regel. Aber irgendwie das Empathiefähigkeit und all das sind ja Dinge, die wichtig sind für auch irgendwie, lass uns über Frieden reden. Das sind tatsächlich Sachen, die werden durch Macht sehr negativ beeinflusst. Und dadurch sind Herrscherinnen oder irgendwie Staatsoberhaupte genauso gut oder genauso schlecht wie ihr politisches System. Also inwieweit es irgendwie Checks and Balances gibt, inwieweit es auch Machtbeschränkungen gibt, inwieweit sie sich auch absprechen müssen und inwieweit auch etwas wie lass uns Forschung in Frieden hineinstecken, Teil des irgendwie Sozialvertrags ist. Und das ist ja auch etwas, was wir im Moment erschreckend merken. Das ist auch eins meiner Lieblingsthemen, aber das habe ich hoffentlich noch nicht erwähnt, dass wir im Moment wieder über die Alternativlosigkeit von Krieg sprechen und so ein bisschen zurückgreifen auf diese Thesen, wenn wir Menschen nicht kontrollieren, würden sie sich die ganze Zeit die Köpfe einschlagen. Wir müssen als starker Staat dafür sorgen, ne, so Hobbes, Leviathan, dass die Menschen nicht alle wie wild Krieg führen. Der hat es als tatsächlich Utopie gemeint. Das glaubt man heutzutage nicht mehr, aber es war seine Utopie, der starke Staat, der uns alle kontrolliert und dann wird es für alle besser werden. Und das ist ja tatsächlich wissenschaftlich überholt. Also Menschen sind ja eben nicht so, dass das Erste, was ihnen einfällt, ist, irgendwie andere Menschen auf den Kopf zu hauen und ihnen ihr Geld zu klauen, sondern Menschen sind tatsächlich
sehr soziale Wesen und brauchen sich auch. Und das ist etwas, wogegen wir aktiv steuern müssen. Also wir müssen Soldaten abtrainieren, irgendwie, dass sie Skrupel haben. Die wollen ja andere Menschen nicht erschießen. Und so etwas. Das sind ja tatsächlich, und je virtueller Kriege werden, also es ist halt viel, viel leichter, eine Bombe abzuwerfen, als jemand, der dir gegenüber steht, zu erschießen. Und es ist noch viel schwieriger, jemanden mit deinen eigenen Händen zu erwürgen, nicht nur, weil es körperlich anstrengender ist, sondern weil je näher jemand dir ist, desto höher sind halt auch die Grenzen, die du in dir hast und all das. Also das heißt, auch das wären Dinge, die wir in unserer Staatsführung, deshalb finde ich es wichtig, in diesen Zeiten über Pazifismus zu reden, nicht im Sinne von, wir legen die Hände in den Schoß, sondern auch, wie werden wir dafür sorgen, dass wir Staaten sind, die weniger Kriege führen werden oder hoffentlich gar keine Kriege führen werden. Vitu hat das gerade gesagt. Ja, das ist jetzt eigentlich ein sehr schöner Abbinder, aber gleichzeitig, bevor ich euch jetzt frage, was ihr mitnehmt, ich habe bei dir ein Zucken gesehen, Ulrike, ja? Ja, ich glaube, dass, also das stimmt, dass der Mensch kooperativ ist, aber gleichzeitig zeigt die Spieltheorie, dass wenn alle kooperativ agieren, es sich für Einzelne lohnen kann, aggressiv zu werden und das auch auszunutzen. Und das ist jetzt kein abstraktes Ergebnis der Spieltheorie, sondern man kann ja sehen, dass Menschen sich in Gruppen auch genauso verhalten. Und deswegen glaube ich, dass wenn man jetzt die Kooperation stärken will, was ja unbedingt das Ziel sein muss, da hat MeToo ja recht, bräuchte man aber gleichzeitig eine gewisse Wehrhaftigkeit. Also ich glaube, also anders gesagt, ohne Militär wird man nicht auskommen. Und so bleibt diese Panelrunde natürlich auch immer mit unterschiedlichen Haltungen. Das ist doch schön an unserer Runde. So, und jetzt kommen wir zum Abschluss. Wir haben heute einen Spagat hingelegt, den ich gar nicht, also ich binde ihn gleich selber nochmal für mich ab, aber euer Eindruck, was nehmt ihr mit, nachdem wir doch sehr unterschiedliche Themen, zwar unter der Überschrift Wiederaufbau behandelt haben, aber die doch sehr unterschiedlich sind? Wer mag beginnen? Ich kann gerne was sagen jetzt. Also ich würde abgeleitet aus unserer Diskussion und den Themen einfach nochmal dafür plädieren, sich nicht nur im Blick nach außen zu verlieren, wo gerade die Krisen stattfinden, sondern auch zu gucken, was können wir eigentlich dazu beitragen, bestimmte Dinge abzufedern? Was ist jetzt hier auch innenpolitisch wichtig? Und da sieht man eigentlich sofort, dass feministische Politik und Sozialpolitik, um Krisen aufzufangen, ganz relevant ist. Das haben wir beim Beispiel der Abtreibung gesehen. Das heißt, wenn jetzt Menschen nach Deutschland kommen, brauchen wir hier eine gute Versorgungslage. Wir sehen es an den neuen Alleinerziehenden mit ihren Kindern, die kommen. Wir sehen es im Bereich der Kitas und Schulen. Wenn da nämlich schon Gruppen und Klassen am Limit sind, ist es jetzt umso schwieriger, neue Kinder hineinzunehmen. Also sehen wir eigentlich, obwohl wir jetzt Geld auch in vielen anderen Bereichen brauchen, das Militärbudget haben, dass Sozialpolitik, feministische Politik auch mit Geld ausgestattet werden muss, um eben auf Krisen reagieren zu können und eine Stabilität zu garantieren. Das ist ein so schöner Gedanke, das erinnert mich daran, dass Christa Wolf ja geschrieben hat, dass der Krieg nicht dann verloren wird, wenn der Krieg irgendwie militärisch verloren wird, sondern sobald wir anfangen, die Rhetorik unseres Gegners zu imitieren. Das heißt, wir müssen bei unseren eigenen Themen bleiben. Wir müssen auch nicht alle Themenfelder sozusagen aufgeben, weil die Krise uns jetzt diktiert, wir reden jetzt nur noch über Verteidigung oder. Das ist ein... Mhm. Möchte ich mich anschließen. Mhm. Ulrike? Ja, also ich muss sagen, dass ich ganz neu darüber nachdenke, wie das jetzt eigentlich ist mit der Vergewaltigung als Kriegs-, also dass es ein Verbrechen ist, ist ja klar, das ist auch ein Kriegsverbrechen, aber ob es jetzt Strategie ist oder sozusagen menschlicher Unfall, in Anführungsstrichen, das klingt vielleicht ein bisschen zynisch, aber da habe ich jetzt eine Menge gelernt, also beispielsweise als MeToo erzählt hat, dass das von den USA sozusagen richtig geübt wird, mit den Soldaten zu vergewaltigen, das war mir völlig neu. Ja, insofern nehme ich jetzt vor allen Dingen Anregungen mit, wo man weiterdenken könnte. Ja, das ist schön. Und im Endeffekt haben wir ja auch eine Brücke geschlagen, die Ökonomie wieder mit einzubinden und zu sagen, was heißt denn Wiederaufbau auf verschiedenen Ebenen
Und für mich, was ich mitnehme, ist definitiv, dass aus einer feministischen Perspektive es sich verbinden lässt, weil es die Überschrift geht, wie kann man den Menschen nahe kommen, ein inklusives System schaffen. Ein bisschen auch mit den Worten von dir, MeToo, die du eben mit Christa Wolf hattest. Also was bedeutet das, und zwar jetzt in diesem Moment und nicht erst, wenn die Waffen quasi ruhen. Und das haben wir, glaube ich, heute versucht mit vielen Aspekten zum Weiterdenken. Aber das ist klar, weil diese Themen sind alle mega komplex und mehrschichtig. Das, glaube ich, ist auch deutlich geworden, vor allem, wenn man auf das Thema Vergewaltigung auch guckt. Wir haben versucht, ja am Ende den Rahmen auch eng zu setzen. Ich nehme auch viele Gedanken mit, Ulrike, das teilen wir. Und ich danke euch fürs laut Denken und Sprechen und auch mal nicht einer Meinung sein. Ich hoffe auch, dass das Publikum was mitnehmen konnte. Und dann sehen wir uns wieder in einem Monat. Schreibt uns gerne in die Kommentare oder auf Instagram. Und in diesem Sinne ein schönes Wochenende noch.